Ich bin Annalisa, ich wohne seit 2003 in Meidrich und ich bin ausgebildete Nageldesignerin, Tätowiererin und Graffiti-Künstlerin. Ich wünsche, dass für uns, für Künstler, ganz wie möglich natürlich mehr freie Stellen würden stattgeben für Malen, für Treffen, für Graffiti-Malen natürlich, ne? So dass es Jugendliche, Kinder, 13, 14, 15-Jährige können immer dabei sein und lernen, und das ist für mich sehr wichtig. Also wir haben einen ganz schönen hier sauberen Teil von Duisburg. Wir haben einen ganz riesigen Landschaftspark, wo wir können spazieren gehen und mit Leuten treffen, und hier ganze Leute ganz freundlich. Also herzlich willkommen in unserem Teil von Stadt. Also mein Lieblingsplatz natürlich da, wo ich kann ganz viele malen. Na, weil ich ständig dann, wenn ich freie Zeit habe oder nach Arbeit, na, kann man einfach mich abschalten von, wenn ich müde bin oder so. Na, gehe ich sofort natürlich malen, und unsere Tunnel mag ich ganz gerne. Und natürlich Landschaftspark, und wo kann man auch malen, für mich sehr wichtig.